Der Wonnemonat Mai ist gekommen. Und mit ihm auch die drei Eisheiligen. Und wenn's Wetter will, hat auch der 30. noch einen letzten Nachtfrost bereit. Trotz allem werden Tomaten gepflanzt. Möglichst eine frühe Sorte. Manche hätten's ja am liebsten schon so richtig heiß und trocken. Aber ich bleibe dabei. Mai kühl und nass füllt den Bauern Scheunen und Fass. Fängt ja schon wieder an. Herrlich. So könnte es 3 Tage weiter regnen. Ja, regnet ja auch seit 3 Tagen. Ein sanfter, stiller Strichregen. Von dem geht kein Tropfen verloren. Ach, ein Mistwetter. Ein Mistwetter. Maiwetter. Elfriede. Sonnemonat. Hallo, Florian. Hast du schon Nachricht wegen unserer Parkbänke? Kein Stück. Die schlafen sich aus. Bei der heutigen Beerdigung ist der Gartenamtsleiter anwesend. Soll ich ihn daraufhin mal ansprechen? Ja, mach das. Das richtige Beerdigungswetter. Da macht Spaß. Käse. Ach, ich meine das Wetter. Claudia? Claudia Teichert. Ja? Am Gummelkäse habe ich dich erkannt. Dein Lieblingsschimpfwort auf der Penne. Kennst du mich nicht? Ursula Oschi! Das ist ja toll. Das ist aber super. Ich bin 2 Tage wieder in Dresden und treffe dich sofort. Na, sag okay, danke mal. Mir nach diesem dem Kümmelkäse. Du, das müssen wir aber begießen. Da im Café, komm. Bist du also doch der Medizin treu geblieben? Naja, als Krankenschwester. Zur Zeit in der Betriebspolizei. Mhm. Weißt du, mit 4 Kindern, da bleibt der Beruf ein bisschen auf der Strecke. 4? Na, Donnerwetter. Ja. Und das Erste, das weißt du doch noch. Dann bin ich doch aus der 11. abgegangen. Ja, ja. Und dann haben wir uns etwas aus den Augen verloren. Aber ja? Keiner wusste, wo du warst. Du hast dich auch nie wieder gemeldet. Lassen wir das. Wie viele Kinder hast denn du? Eins, also beinahe, zweimal beinahe. Wieso beinahe? Keine Zeit. Oder nein, besser andere Zielvorstellungen. Mhm. Bei mir war es nämlich genau andersrum. Der Beruf ließ die Kinder auf der Strecke. Das heißt, du bist Ärztin geworden? Natürlich. Fachärztin für Inneres. Ich hatte Glück, ich habe sehr bald eine eigene staatliche Praxis bekommen. Und die wollte ich natürlich nicht wegen eines Kindes anderen überlassen. Was macht denn dein Mann? Ich bin geschieden. Komm, aufs Wiedersehen. Ja, zum Wohl. Bleibst du länger hier? Ich werde hier arbeiten. Ach. Mein Mann war Abteilungsleiter in Neustadt und kann jetzt hier kaufmännischer Direktor werden. Da sind wir umgezogen. Ich übernehme eine Betriebspoliklinik. Ja, da können wir uns doch mal treffen. Du, das hoffe ich, Claudia. Ja, hm? Ich gebe dir mal meine neue Adresse. Hm? In diesen Taschen. Das ist schon. Müller heißt du jetzt. Ja. Da bist du ab morgen meine neue Chefin. Toll. Ja. Na, da sehen wir uns ja. Ja. Wisst ihr da was? Ach, mein Mann findet den Regen herrlich, Herr Kühn. Mai-Regen immer. Die Erde duftet richtig. Verspricht ein gutes Gartenjahr. Ja, allemal. Aber es gibt deswegen nicht komme, Florian. Der Kurt ist ausgefallen. Wer macht denn jetzt die Gartenbegehung? Ja, das muss Schmieder einteilen. Aber wird erst eine Woche verreist. Na, ich mach mit. Du? Ja, mir fällt doch ohnehin die Decke auf den Kopf. Ja, und dein Enkel? Das ist ganz was anderes. Ja, mir soll es egal sein. Ja, aber mir nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil das ist kompliziert. Ich weiß es nicht. Ja, dann sag auch nicht. Ja. So viel verstehe ich ja wohl noch, dass ich Garten bewerten kann, was? Du kannst es dir überlegen. Nee, da ist nichts mehr zu überlegen.
Wann soll es denn losgehen? Am Sonnabend. Ich würde sagen, 14 Uhr. Ist recht. Ich hole Sie ab. Ja. Komm, Frank. Die Frau des Vorsitzenden hat nicht auch noch eine Funktion zu haben. Warum nicht? Weil das sofort nach Vetternwirtschaft aussieht. Bringt nur Ärger. Entweder geraten wir aneinander oder wir mit den anderen. Ach was, komm, trink mal ein. Ja. Anscheinend ist dir der Regen jetzt doch aufs Gemüt gegangen, was? Ja. Find's doch nicht richtig. Ich verstehe gar nicht, was dich daran so beunruhigt, dass deine Schulfreundin deine Chefin wird. Mutti, muss mal. Danke. Das kann doch nur von Vorteil für dich sein, wenn ihr euch kennt. Du, ich will keine Vorteile und auch keine Privilegien. Davon gibt's ohnehin schon genug. Ja, ich hasse ich weiß, das. Ich weiß. Sicher werden wir uns gut verstehen. Warum auch nicht? Als ich ihr heute begegnet bin, du... Weißt du, ich glaube, ich habe manches falsch gemacht. Ich habe in meinem Leben immer mehr mein Herz entscheiden lassen. Mutti, ich bin fertig mit Hausaufgaben. Kann ich noch mal rüber zu Antje? Warte, ich komme gleich nachsehen. Du bist eine großartige Frau. Eine gute Mutter. Eine tüchtige Sprechstundenhilfe. Und? Eine fast ideale Geliebte. Mutti, komm doch mal. Ja. Wenn ich unseren ersten Arbeitstag auswerte, kann ich sagen, dass mir unsere Zusammenarbeit gefallen hat. Weniger gefallen haben mir die Patienten. Ja, wenn wir uns die aussuchen könnten, was? Mir scheint, Sie sind von meiner Vorgängerin sehr verwöhnt worden. Frau Dr. Hoppe war sehr beliebt. Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Die meisten Patienten kommen mit ihrer eigenen Diagnose zu mir und möglichst noch mit der eigenen Therapie. Ich brauche da nur noch die Rezepte auszustellen. Aber das gewöhne ich Ihnen wieder ab. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist euer Bestellsystem. Ach, das lief bisher immer gut. Alle 10 Minuten ein Patient, das kam ungefähr hin, nicht? Ungefähr vielleicht, aber wenn wir einmal früher fertig sind oder irgendjemand zu spät kommt, haben wir Wartezeiten. In Zukunft übernehmen wir mein Bestellsystem. Alle halben Stunden bestellen wir 3 Patienten. Aber das kann zu Wartezeiten kommen, vielleicht von 20 Minuten, sagen wir. Das ist zu verantworten. Wer krank ist, hat Zeit. Wir dagegen haben stets zu wenig. Ich muss mich beeilen. Ich möchte noch Gardinen kaufen. Übrigens, Claudia, in Zukunft sitzen wir uns vor den Patienten, ja? Du wirst das sicher verstehen. Ich kann dieses allgemeine Geduze im Dienst absolut nicht vertragen. Ja, aber wir beide, ich meine... Ich kann doch nicht allen erzählen, dass wir Jugendfreundinnen sind. Das gilt natürlich nur, wenn Patienten da sind, ja? Also, Wiedersehen, bis Montag. Ganz schön vorschwärts. Naja, neue Besen kehren gut. Ist was? Nö, nicht? Manfred, kannst du mir den Vergaser reparieren? Nee, Gudrun. Ich bin sowieso schon zu spät dran, weißt du? Du hast es mir versprochen, Manfred. Das ganze schöne Wochenende geht mir verloren. Regnet sowieso bald. Aber nächste Woche mach ich's. Manfred! Du möchtest mal schnell zu Jochen kommen! Wo brennst denn? Überall! Sieh dir das an. Der Transport steht, nur der Fahrer fehlt. Seine Frau hat eben angerufen, er musste ins Krankenhaus. Nierenkolik. Ist ja Pech. Eine Katastrophe! Du kannst doch sowas fahren. Ich? Ja. Du bist der Einzige. Nee, du, ich muss weg. Die Boote müssen zur Regatta. Mensch, denk doch an unsere jungen Sportsfreunde, an die BSG. Du bist unser letzter Retter.
Zum Mittagessen bin ich im Garten, habe ich versprochen. Ja, sagen wir Bescheid. Das Telefon dort. Ja, beim Nachbarn. Na also. Wo sollen die Fuhre hin? Nur nach Schwerin. Nur nach Schwerin. Einsteigen! Mutti, du wolltest doch mit den Pflanzen warten. Du, das hast du falsch gemacht. Wieso? Tomaten pflanzt man schräg ein. Bis zur ersten Blattstrebe. Und dann müssen doch die Stöcke auch erst rein. Sonst machst du die Wurzeln kaputt. Bitte? Gute Ratschläge erteilen kann jeder. Sag mal, was hast denn du für eine schlechte Laune? Ist Manfred noch nicht da? Warum sollte er? Ich werde auch allein mit allem fertig. Das mal eure Flaschen. Und noch eine Knuspertafel. Spinnst du? Dafür haben wir doch gar kein Geld. Ich hab da die 5 Mark. Aber nicht zum Ausgeben. Das hat doch die Mutti ausdrücklich gesagt. Ja, bezahlt erst mal, bevor ihr euch einig werdet. Bist du dusselig, wo ich da das Geld hab? Ohne mich. Grüße. Das ist unappetit. Da musst du erst Mutti fragen. Noch mal mehr, Lars. Das war ein extremer Flug. Bescheidenheit ist ein Vergnügen an Dingen, welche wir nicht kriegen. Originell, die beiden. Geben Sie mir eine Tafel Schokolade? Voll nicht? Oder zwei? Hallo, ihr beiden. Tante Kalkreuth schenkt euch die. Tante Kalkreuth? Ja. Glaubst du das? Nein, die sind doch bestimmt von ihm. Also gut, sie sind von mir. Bitte. Von ihm nehmen wir aber nichts. Was? Warum nicht? Mutti will nicht, dass wir Geschenke annehmen. Hm. Dann schenke ich sie eurer Mutti und die schenkt sie dann euch vielleicht, hm? Na, hoffentlich. Na los. Hallo, Ilona. Hallo. Kommst du mit uns schwimmen? Kann man denn das hier in der Nähe? Na klar, haben eine prima Badestelle. 5 Minuten mit dem Rad. Na gut, wenn ich fertig bin, ja? Okay. Mutti, wir haben dir jemanden mitgebracht. Ja, wen denn? Oh, haha, und Sie sind es. Tag. Tag. Entschuldigen Sie, dass ich einfach so an Deck komme. Onkel Hahn hat dir was mitgebracht. Mir? Aber eigentlich ist es für uns. Ah. Ich wollte den beiden Schokolade schenken, aber sie sind so gut erzogen, dass sie nichts von Fremden nehmen. Wenn auch schweren Herzens. Na, dann nehmt die Schokolade, bedankt euch. Danke. Bringt sie rein, ehe sie schmilzt. Sie sollen das nicht tun, Hahn. Ja, Kinder gefallen mir eben. Die könnte ich mir glatt unter den Nagel reißen. Ja, schaffen Sie sich ein nettes Mädchen an. Gründen eine eigene Familie. Na, für mich ist der Kahn abgefahren. Wieso? Mitte 30. Den Spaß habe ich der christlichen Seefahrt geopfert. Ich nehme mir gleich ein paar vorhandene, die mir gefallen. Naja. Aber die Kinder müssen sie auch akzeptieren. Allerdings. Aber wenn mir nun die Mutter auch ausnehmend gut gefällt. Das geben Sie wenigstens zu, dass unser Garten ein Schmuckstück ist. Hm? Ja, ja, schon, aber. Ah, bitte, er hätte mich auch gewundert. Herr Blume, Ihr Garten ist sehr schön, aber... Es wäre wünschenswert, wenn unsere Nachbargärten nur annähernd so gepflegt wären. Gerade jetzt, wo wir in der Erholung werden sollen. Aber er ist nur ein Schmuckstück. Nur zur Erholung. Also dazu habe ich ihn doch. Was meinen Sie denn, was ich hier suche? Wissen Sie, was das für Nerven kostet, Abend für Abend bis tief in die Nacht rein zu spielen? Ja, das sehen wir ja alles ein. Aber Sie können doch nicht derartig aus der Reihe tanzen. Was heißt denn hier aus der Reihe tanzen? Wohin soll denn das führen, wenn alle in einer Reihe tanzen, hä? Sie müssen sich eben ein Grundstück kaufen. Dann können Sie machen, was Sie wollen. Aber hier sind Sie in der Gemeinschaft. Wir zahlen pünktlich unsere Pacht. Ja.
Aber Sie wissen doch, dass wir Wert darauf legen, dass ein Drittel Gemüse und ein Drittel Obst angepflanzt wird. Und was für alle gilt, das gilt doch auch für Sie. Irrtum. Dem allgemeinen Interesse ist mehr gedient, wenn ich ausgeruht zu meinen Veranstaltungen komme. So, und jetzt entschuldigen Sie uns bitte, wir müssen uns erholen. Und die Birken, die sind nämlich auch verboten. Sehr schön. Kommen Sie vor, Kim. Dem kommen wir so nicht bei. Günther! Versuch du nachher noch mal dein Heil. Hier ist Manfreds Nummer, ich muss weg. Hm, mach ich. Mutti, du gehst jetzt mit Häuser baden. Was? Euretwegen habe ich den Garten angeschafft und ihr schwirrt in meiner Gegend rum. Die Tomaten habe ich ja fertig. Und außerdem, du hast ja einen fleißigen Helfer da, hm? Kannst mich doch jetzt nicht allein lassen. Tschüss. Erfreuliches Ergebnis, finden Sie nicht? Ja, außer Blumen. Haben Sie den denn immer noch nicht verschmerzt? Ich kann es nicht begreifen, dass es bei uns immer noch Leute gibt, die Sonderrechte und Privilegien in Anspruch nehmen. Naja, einen schönen Abend noch. Ja, danke, gleichfalls. Oh, wie da bist du? Na, mein, du bist ja ganz allein. Wo ist denn der Lars? Oh, wie siehst denn du aus? Hm? Du. Wir hatten das gemacht. Du kannst ja nicht so. Ah, oh, nein. Arme hoch. Arme hoch, Lars. Komm. Los, ausziehen. Händchen rein. Komm her. Komm her. Gesicht nochmal. Mit den Blumen musst du jetzt mal reden, Florian. Das habe ich befürchtet. Ich kann's ausbaden. Was heißt ausbaden? Du musst diesem selbstbewussten Musikus endlich mal den Marsch blasen. Was meinst du, was das für ein Echo gibt? Man hat doch an jedem Finger eine Persönlichkeit, die ihm behilflich ist. Ja. Bist du so naiv oder tust du bloß so? Sprichst du nur mit Blumen oder nicht? Ich werde über eine Lösung nachdenken. Gar zu viel Gutmütigkeit ist nämlich auch naiv. Sag mal, musst du immer das letzte Wort haben? Hm? Ja. Johann ist das ganze Wochenende mit Einrichten beschäftigt. Die Wohnung ist kleiner und überhaupt so mitten in der Stadt. Zu Hause bin ich da noch nicht. Das dauert eine Weile, bis man sich irgendwo zu Hause fühlt. Das hilft, ich muss mich damit abfinden. Ach, Schwester Petra, ich möchte Sie bitten, mir eine Art Statistik zu machen. Eine Statistik? Ich brauche eine Übersicht über alle Patienten, die über einen längeren Zeitraum oder nach einer Kur mit den gleichen Beschwerden wieder zu uns kommen. Ist ziemlich viel Arbeit, aber ich möchte gerne hinter die Ursachen kommen. In einer Woche vielleicht, ja? Hm. Ich werde die Statistik machen. Ich bat absichtlich Schwester Petra darum. Aber ich kenne die Patienten länger. Außerdem ist es meine Aufgabe. Trotzdem finde ich es besser, wie ich es angeordnet habe. Ich denke, ihr seid Freundin. Tja, das scheint sie zu veranlassen, mir ununterbrochen zu zeigen, wie blöd ich bin. Hältst du dich denn für blöd? Wenn du es genau wissen willst, ja. Ich werde mir angewöhnen, nicht mehr mit dir zu rechnen, wenn ich dich brauche. Ist doch Unsinn. Ich sage dir doch, das war eine Ausnahme. Ich konnte doch die Jungs nicht im Stich lassen. Als du das Boot gekauft hast, da war mir klar, das geht nicht gut. Na, komm.
aber ich sage dir, ich habe die ganze Fahrt über nur an dich gedacht. Ich habe meine Tasche vergessen. Du bist ein Schatz, wirklich. Komm mit. Ich will mir unbedingt was kaufen. Was denn? Na, komm nur. Ich kann mir da auch mal was Schönes leisten, oder? Ja. Na? Darf ich mal anprobieren? Ja, gern. Manfred, kommst du mal? Dankeschön. Mhm. Siehst gut darin aus. Nicht? Mhm. Die Müllerin hat auch so eine. Warum lachst denn du? Oh. Ja, ich glaube, du bist eifersüchtig auf sie. Du beneidest sie. Worauf sollte ich denn eifersüchtig sein? Ja, das weiß ich. Auf ihren Titel? Auf ihr Gehalt? Ach, was weißt denn du? Vielen Dank. Bitte sehr. Ich denke, du wolltest dir was leisten. Ach. Weißt du, was die kosten? Also, wenn ich daran denke, dass Jens und Birgit unbedingt Jeans brauchen und Ilona neue Sommerschuhe. Komm, gehen wir. Du, ich bin nicht eifersüchtig. Aber ich möchte das dämliche Gefühl loswerden. Jetzt so Mitte 30. Am absoluten Endpunkt angekommen zu sein. Was denn für ein Endpunkt? Ja, beruflich meine ich. Ich werde auch kaum noch Direktor. Na und? Hm. Man entwickelt sich doch nicht nur beruflich. Und die meisten sind mit 30 schon am Ziel. Und genügt dir das? Mir nicht. Komm, wir fahren zu mir. Möchte dich noch ein Stündchen für mich haben, hm? Du, ich brauch dich heute mal für die Kinder. Wieso, musst du weg? Hm? Ich muss in die Klinik. Passt du auf, dass zu Hause alles klappt? Ja, Ilona hat Versammlung. Was sind denn das für neue Sitten bei euch, Quacksalbern? Ich muss eine Aufstellung machen. Für meine neue Chefin. Ausgerechnet du. Und dann noch nach Feierabend. Ja, ausgerechnet ich. Du, das ist meine Aufgabe. Und die lasse ich mir auch nicht nehmen. Ja, von ja, niemandem. Ja, ich will sie dir ja auch nicht nehmen. Komm, schnell. Tschüss, bitte. Tschüss. Hallo, wo ist denn Mutti? In der Poliklinik. Macht was für die neue Chefin. Nachts? Ja, ich weiß nicht. Aber ich glaube, sie beneidet ihre Schulfreundin um den beruflichen Erfolg. Dabei sind ihre Kinder doch auch eine Goldmedaille wert, oder? Nacht, Manfred. Nacht.
Mom. Mom. Die Statistik ist ja schon fertig, Donnerwetter. Danke, Schwester Peter. Fertig? Das müssen die Einzelmännchen gewesen sein. Nein, das war ich. Ich hoffe, sie ist in Ordnung so. Du hast sie gemacht. Aber ich sag dir doch ausdrücklich... Ich war so frei, mir meine Arbeit nicht von anderen machen zu lassen. Von gestern auf heute, wann hast du denn das gemacht? Um 2 war ich fertig. Den Rest der Nacht habe ich hier verbracht. Also du bist verrückt. Haben deine Kinder dafür allein gelassen, ja? Na, dann wollen wir mal. Wer ist denn der Erste? Schwester Claudia, welches ist die Prednisolutspritze? Lutspritze? Diese hier. Sind Sie sicher? Die habe ich zuerst. Bereiten Sie bitte eine neue Prednisolutspritze vor. Das ist mir sehr... Schon gut. Ich muss noch mal ins Labor. Frühstücke doch erst mit uns. Ich habe jetzt keinen Appetit. Was hat sie denn? Auf alle Fälle jetzt keinen Appetit. Ach was. Sie sind doch Kolleginnen. Und Sie Jugendfreundinnen, oder? Das scheint zu lange her zu sein, um noch Bedeutung zu haben. Oder gerade? Sie meinen, dass ich... Aber ich tue ihr doch nichts. Im Gegenteil, ich habe mich gefreut, mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie scheint ein Tief zu haben. Wahrscheinlich fehlt ihr ein Erfolgserlebnis. Reichen Sie doch eine Prämie für sie ein. Für die Statistik. Nach der Sache mit der Spritze heute, ich weiß nicht, ob ihr das recht wäre. Chefin, wir nehmen auch noch eine Runde. Ja. Am schlimmsten war es mal in Barcelona. Kommt da kurz vor meinem Auftritt als Clown die Nachricht ins Publikum, dass ihr heiß verehrter Torero beim Stierkampf verunglückt sei. Da vergehen die aber die Witze, kann ich euch sagen. Ich hatte Angst, die lassen ihre Wut auf den Stier mir aus. Ja, ja, die Kunst hat ihre Tücken. Das ahnt gar keiner so richtig. Lisbeth, noch 2 klare. Ja, Opa, es läuft erstmal der Bierhahn. Ich habe auch nur 2 Hände. Na, Vorsitzende, auch ein Bierchen? Ja, wie immer. Abend allerseits. Guten Abend. Übrigens mit den Bänken, das wird was nächstens. Oh, wann ist nächstens? Eine Kürze. Hm? Und wo liegt Kürze? Kommen wir am besten morgen gleich vorbei. Oder? Das wird wirklich was. Hast dir Zeit, Florian? Die Vorfreude ist die schönste Freude. Dann freu du dich mal jetzt schon auf unser Sommerfest. Mal ohne Disco, mit einer richtigen Kapelle. Oh, bitte aber ohne mich. Hm? Klar, weiß viele, du bist bloß fürs Ernste zuständig. Aber haltet euch mal fest, die Kapelle Blume wird spielen. Wie willst du denn die bezahlen? Umsonst natürlich. Wie hast du denn das gemacht? Doch, ganz einfach. Hat er angeboten, als Ausgleich sozusagen. Er Ärger wegen seines Lustgartens bekommt. Ich nehme mal, gut ist doch zu sagt, wenn einem das Gewissen plagt. Entschuldige, ich habe jetzt meine Aussprache. Ja, nehmen Sie mal Platz, Kollege Ringer. Ringer. Kollege Ringer. Kollege. Ja. Tag. Wir haben Sorge, Kollege Ringer. Wieso? Mit einem Garten, der nicht so ist, wie er sein sollte. Ich kann ja nur machen, was in meinen Kräften steht. Aber sag doch Friedrich zu mir. Ja, gut. Sag mal, hast du nicht die Absicht, den Garten abzugeben? Nee, solange ich kann, will ich den behalten. Seht mal, den Garten habe ich von meiner Tante übernommen. 52 war das. Ja, aber du bist doch nicht da. Hab eine kranke Frau, muss alles einholen. Aber wollen wir nicht was trinken? Was schnellst du vielleicht? Nein, jetzt nicht. Sieh mal. Kollege Rieger. Sag doch Friedrich zu mir. Friedrich. Die Gartenbegehre gehen durch, Kreisvorstand geht durch. Was ist mit der Parzelle? Fensterläden sind zu, sommers wie winters.
Bald kommt der Schwamm in deine Laube. Zwei tote Bäume stehen in deinem Garten. Gefahr für die ganze Anlage. Wird alles nächstes Jahr. Da höre ich auf zu arbeiten und da habe ich dann auch mehr Zeit. Der Garten ist mein Hobby, den gebe ich nicht her. Das müsst ihr doch einsehen. Wenn wir es nicht einsehen würden, würden wir sagen, um Jahresende Schluss und damit basta. Lasst mich doch erst mal Rentner werden. So geht das doch nicht, Kollege Rieger. Sag doch Friedrich zu mir. Sag doch Friedrich. Wir stehen im Wettbewerb, wollen anerkanntes Naherholungsgebiet werden. Bringst uns Minuspunkte. Sag denen was, wie es bei mir aussieht, und die werden ein Auge zudrücken. Herzlos darf bei uns niemand handeln. Aber jetzt legen wir einen drauf, ja? Nein. Schaff lieber Ordnung in deinem Garten. Also versteht mich doch. Du gehst noch mal weg, Harry? Hat jemand Geburtstag? Nein. Ich habe mich entschlossen, wieder zu heiraten. Was willst du? Du hast schon richtig gehört. Du willst wieder heiraten? Wird höchste Zeit, finde ich. Aber wieso denn? Gefällt es dir ja bei mir nicht mehr? Ich mache dir doch keinen Vorwurf, Mutter, aber ich muss hier einfach raus. Erst jahrelang zur See. Gut, das sah ich noch ein, obwohl du mir nach Vaters Tod sehr gefehlt hast. Dann auch noch die Scheidung. Es gibt doch noch andere Frauen. Und wer ist die Glückliche? Du kennst sie. Claudia Hoffmann. Bist du verrückt? Du willst dir diese vier Göhren aufbürden? Mir gefallen diese Göhren. Also ich gehe dann, auf Wiedersehen. Er glaubt ja noch einen Moment, bitte, ja? Ich habe aber jetzt Feierabend, Frau Doktor. Ach komm, ich will mit dir reden. Nicht, dass deine Chefin als deine alte Freundin. Bitte setz dich. Du kannst auch als Freundin die Panne von gestern nicht ungeschehen machen. Nein, aber vergessen kann ich's. Ich nicht. Du bist doch eine erfahrene Schwester. Das ist dir doch gestern nur passiert, weil du in völlig unnötigem Eifer die Nacht durchgearbeitet hast. Du, so jung sind wir beide nicht mehr, dass wir uns das einfach so erlauben können. Und du mit deinen Kindern? Hör bloß mit meinen Kindern auf. Warum denn? Bin ich deswegen zu bemitleiden? Aber wer tut denn das? Du hast es sicherlich haben wollen, also würde ich auch keiner bemitleiden. Aber du wirkst eher überlastet. Wie meinst du denn das? Du bist nervös, gereizt. Wie wär's? Hast du nicht mal Lust, 14 Tage auszuspannen? Einfach zur Ruhe kommen? Ich schreib dich krank, ja? Du willst mich loswerden, was? Ich musste denn alles missverstehen. Du hast dich ziemlich unmissverständlich hier eingeführt. Anscheinend haben wir vorher alles falsch gemacht. Kann ich mir meine Praxis nicht einrichten, wie ich will? Ja, natürlich. Klar, du bist der Chef hier und wir machen, was du sagst. Wir sind ja nur zwei kleine Schwestern, die es nicht weitergebracht haben. Es hat keinen Zweck, dass wir uns weiter unterhalten. Nein. Überleg dir alles nochmal in Ruhe, ja? Und sag mir dann Bescheid. Ich kann dir jetzt schon Bescheid sagen. Ich kündige. Entschuldigung, wohnt hier die Familie Hoffmann? Ja, ganz oben im zweiten Stock. Dankeschön. Nanu, zu wem wollen Sie denn? Zur Frau Hoffmann. Wieso? Sind Sie eingeladen? Nicht direkt, ich war zufällig in der Nähe. Ach so. Na, dann kommen Sie mal. Rudi, Besuch. Ach du Schreck, wer denn? Manfred und Onkel Hahn. Oh. Treten Sie doch näher. Hallo, grüß dich. Legen Sie doch ab. Ja. Oh, danke. Guten Tag, Onkel Harald. Grüß dich. Ich traf ihn auf dem Weg zu dir. Er hatte
in der Nähe zu tun. Ich komme wohl sehr ungelegen. Oh, jedenfalls überraschend um diese Zeit. Guten Tag. Ja, es schien mir seit Sonnabend eine Ewigkeit. Aber ich komme vielleicht lieber doch ein andermal. Ach, wo Sie jetzt schon hier sind. Schön. Danke. Jens, holst du mal die große Vase, ja, aus dem Zimmer? Ihr kommt mir eigentlich gerade recht. Ihr könnt auch auf die Kinder aufpassen. Mit ihnen Armbrot essen und dafür sorgen, dass sie rechtzeitig ins Bett kommen. Ich muss nämlich noch mal weg. Was denn? Wieder Statistik machen? Nein, im Gegenteil. Diesmal denke ich an mich. Jetzt sitzen die beiden bei mir zu Hause und bemühen sich um die Kinder. Doch was willst du mehr? Hm. Du wirst gleich von zwei Männern umschwärmt. Und ich hab nicht mal einen. Hm. Hör mal auf mit den Männern. Denen habe ich ja den ganzen Mist zu verdanken. Ach. Also wenn ich daran denke, ne? Weißt du, der Lars war noch nicht ein ganzes Jahr. Da hat mein Geschiedener angefangen, regelmäßig zu trinken. Ich wusste manchmal nicht, wie ich die Kinder satt kriegen sollte. Und dabei hat alles mal so gut angefangen. Das ist vielleicht ein bisschen indiskret, aber kannst du dich eigentlich auf Manfred richtig verlassen? Ich weiß nicht. Du, ich weiß das wirklich nicht. Es ist sehr schön mit ihm, aber naja. Ich habe eben immer auf die Liebe gesetzt. Und die Müllern aufs Weiterkommen. Die war schon in der Schule so ehrgeizig. Naja, da ist sie eben weitergekommen. Und ich lasse mich jetzt von ihr herumkommandieren. Claudia, rumkommandieren tut sie ja nur wirklich nicht. Sie hat vielleicht ein bisschen forschen Ton, aber den Gefühl. Du, ich halte das nicht mehr aus! Ich kann nicht. Ich komme mir so klein vor, verstehst du? So erbärmlich. Ich mag nicht mehr. Ich will da weg. Hör doch auf zu heulen. Heul doch nicht, Claudia. Das hilft doch nicht. Dann lass mich doch. Zu Hause kann ich doch nicht. Sag mal, weiß Manfred davon? Dass ich gekündigt habe? Nein. Sprecht ihr nicht über sowas? Na, wie sollte ich denn, wenn er mit einem neuen Verehrer ankommt? Du! Hör mal auf! Hebamme! Was? Na, die suchen doch Hebammen. Wäre das nicht was für dich? Und verdienen tust du auch mehr. Hm? Hebamme? Warum nicht? Guten Abend, die Herren. Ich danke Ihnen sehr für die kleine Aushilfe. Wo warst du denn so lange? Ich habe mir einen wichtigen Rat geholt. Den hättest du dir vielleicht auch von mir holen können? In diesem Falle nicht. Haben Sie sich sehr gelangweilt? Ach, überhaupt nicht.
Die Kinder sind pünktlich eingeschlafen. Ja, und gegessen und getrunken und die Zähne geputzt und die Füße gewaschen haben sie sich natürlich auch. Großartig. Ich danke euch. Und jetzt gute Nacht. Ich bin schrecklich müde. Gute Nacht. Ja, dann schlaf dich mal aus. Gute Nacht, Dickerchen. Nach Hoffmannstropfen riechst du ja nun nicht gerade. Nein, nein, nach Cognac. Wo gehen Sie lang? Dort lang. Ilona, beeil dich! Die Schule fängt deinetwegen nicht später an. Ja, gleich, Mutti. Los, raus, du Faultier! Ich hab dich schon vor einer halben Stunde geweckt. Komm, los! Das war der musikalische Auftakt zur dritten Programmstunde aus dem Funkhaus Dresden. Herzlichen guten Morgen, hier ist Radio DDR, Sender Dresden. Und die Zeit. Nimm mir nicht immer die Marmelade weg. Hier ist sie doch. Darf ich noch Tee, Mutti? Moment. Ja? Wie war's gestern Abend mit den beiden Männern? Na prima. Manfred hat uns warm Frühstück gemacht. Und Onkel Harry hat uns Scheißschichten erzählt. Das war spannend, sag ich dir. Aber wenn du uns mehr willst, ist das noch schöner. Das ist aber schön. Zieh schnell an. Da bist du wie die Schönste. Quatschkopf. Mutti, mach schnell, ich hab's eigentlich. Glücklich war der Einfall ja nicht gerade, uns die zwei vor die Nase zu setzen. Es geht auch ohne sie. Sie waren zufällig beide da. Und du hattest der Sport. Tschüss. Mach's gut. Tschüss, Birgit. Vergesst nichts. Ey, eure Frühstücksbrote! Und wo warst du? Ich habe mich beraten lassen. Was ich anfange, wenn ich aufhöre als Krankenschwester. Was willst du? Aufhören. Das steht fest. Als ich in der 11. dann aufhören musste, weil ich schwanger wurde, da konnte ich das Abi erst mal abschreiben. Was sollte ich machen? Oma war entsetzt, dein Vater blieb seelenruhig an der Schule und ich ging ins Krankenhaus Dreck wegmachen. Natürlich wollte ich das Abi immer nachmachen, aber irgendwie habe ich nie die Kraft dazu aufgebracht. Ich glaube, ich bin Versager. Mutti, wie kannst du denn sowas sagen? Du bist immer eine gute Krankenschwester gewesen. Und bis jetzt hat es dir doch auch Spaß gemacht. Ja. Bloß weil diese Frau da auftaucht, bei der alles glatt gegangen ist. Oder wärst du vielleicht lieber gewesen, wir wären nicht da? Ilona, Mädchen. Wie kannst du denn sowas sagen, denken? Du bist ein Dummerchen. Mutti, siehst du, bei deiner blöden Müllerin, die hat zwar ihren Doktor, aber Kinder hat sie keine. Ja,
ist ein Ding mit Mutti, dass sie als Krankenschwester aufhören will. Das müssen wir ihr noch ausreden. Wir müssen das ganz anders machen. Wie denn? Du willst natürlich wieder mal die Schlauste sein. Wirst schon sehen. Ich habe eine prima Idee. Los, mach schon. Meinst du wirklich? Klar, ist doch für Mutti. Mensch, steck weg, da kommt Manfred. Hey, was macht ihr denn hier? Wir warten auf Mutti. Mutti? Na, das kann noch eine Weile dauern. Ich gehe inzwischen mal rauf und nachher unternehmen wir was gemeinsam, oder? Oh, fein. Frau Peto, Sie kommen morgen wieder zur Spritze, ja? Ja. Die Zeit habe ich Ihnen aufgeschrieben. Danke. Wiedersehen. Frau Wendorf, bitte. Ja? Guten Tag. Tag. Eine Sekunde, bitte. Entschuldigung. Tag, Schatz. Bist du pünktlich? Ich denke schon. Gut, ich warte unten auf dich. Fein. So. Na, wie geht's denn Ihrem Mann? Na, viel besser. Das ist fein. Bleiben Sie nun bei uns, Schwester Claudia? Wieso denn? Ich habe auch unterschrieben. Was denn unterschrieben? Ich habe keine Zeit. Nun, Brille habe ich auch nicht. Aber hier sollt ihr 2 Mark für eure Sammlung haben. Reiche Beute. Ah, und jetzt die. Würden Sie bitte auch unterschreiben? Was ist denn das? Ein Appell, das Schwester Claudia. Haben alle unterschrieben. Dann kann ich ihn ja gleich mit reinnehmen. Ich arbeite nämlich mit ihr zusammen. Bitte. Ich sag dir, das haut hin. Kannst du mir das erklären? Die Patienten möchten der Schwester Claudia weiter in der Poliklinik. Nein. Neulich kündigst du einfach und jetzt wird unterschrieben, dass du für die Klinik unentbehrlich bist. Hast du das in Umlauf gesetzt? Aber nein! Na, wer auch immer Unrecht hat, er nicht. Ach so. Gegen mich geht das. Ich bin ja der Bösewicht, ja? Dann lass doch bitte gleich unterschreiben, dass ich wieder weg soll. Aber bitte, ich weiß von der Aktion nichts. Ich habe gekündigt und damit basta. Also gut, lassen wir das. Wir machen weiter. Den nächsten Patienten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Das habe ich nie wollen. Ja, bitte gleich rein. Guten Tag. Ihre beiden Mittleren sind aber schon groß geworden. Jens und Birgit? Mhm. Ach, ich habe sie nach langer Zeit heute wieder gesehen. Und wie geschickt sie die Unterschriften sammelten für ihre Mutti. Die beiden waren das also? Na bitte, sag's ihr. Später. Solche Luderchen. Deine Kinder. Der Einfall ist verrückt, aber liebenswert. Wenn wir Jessie für ihre Mutti einsetzen. Und in einem Punkt sind wir uns einig. Nämlich, dass du bleiben sollst. Claudia. Hm? Wir sollten uns mal privat richtig ausquatschen. Hm? Ich bin übers Wochenende allein. Kommst du zu mir? Komm zu mir in den Garten. Da lernst du meine ganze Familie kennen. Mach ja? Gut. Weißt du, um dieses Fleckchen Grün beneide ich dich. Wir hatten so einen wunderschönen Garten in Neustadt. Und jetzt nicht mal einen Balkon. Versuch doch wieder einen zu bekommen. Du weißt doch, wie schwer das ist. Naja. Mutti, darf ich mit Dirk spielen? Ja, aber nicht wieder eindrecken bis zum Hals. Damit hat Dirk angefangen. Du bist aber der Größere. Dein Jüngster? Ja, bleibt's hoffentlich auch.
Wie macht sich eigentlich Ilona? Och, ist ein Prachtmädel, ja. Weißt du, man kann mit ihr über so viele Dinge reden. Oder das ist gut. Ja, selbstverständlich. Gehabt, ne? Ja, wirklich. Der Kaffee ist fertig. Ja? Setz dich da hin. Oh. Na, Ilona. Danke. Mutti, wenn du nichts dagegen hast, gehe ich jetzt mit Holger baden, ja? Ja, mach das. Ich danke dir schön. Wiedersehen, Frau Doktor. Und vielen Dank für das Gespräch. Ja, gut. Tschüss. Tschüss. Hey, wo willst du denn hin? Für Vati, einen Brief zum Suchtwart bringen. Dann nimmst du dein Badezeug mit? Na, ich komme da an der Badestelle vorbei. Aber in einer Stunde bist du wieder hier, ja? Ja? Und diese Sache mit der Unterschrift zusammen? Ach, lassen wir das ja. Weißt du, ich glaube, ich habe mich da in etwas hineingesteigert. Aber du solltest sie beherzigen. Ja. Ja. Du solltest bei uns bleiben. Ich glaube, deine Beweggründe jetzt zu kennen. Ja. Ich bin fast sicher. Und diesen Flo, den dir Petra da ans Ohr gesetzt hat mit der Erwachsenenqualifizierung für Hebammen, das gibt's nicht mehr. Ach, wieso? Tja, in Zukunft reicht, was von den Fachschulen kommt. Ach so. Ich habe noch einen anderen Vorschlag. Hm? Die Stelle der leitenden Schwester wird frei bei uns. Schwester Ingrid geht nach Cottbus. Und diese Qualifizierung könntest du neben deiner Arbeit schaffen. Tja, ich weiß nicht. Überleg dir's mal. Übers Wochenende. Gut. Erst noch, ich hol mir jetzt gerne einen Strich und Faden. Ach, gegen meinen Endspurt bist du eine lahme Ente. Da kommt der Rest der Familie, ja? Guten Tag. Guten Tag. Das ist meine Frau Dr. Müller. Na, wir hatten ja schon das Vergnügen, hm? Ich habe euch was mitgebracht. Ja? Ach, Uschi, das hat so schön was mitbringen. Können wir Kuchen haben? Hm? Wascht euch die Hände, setzt euch hin und esst. Wir wollten doch zu Sigrid im Zirkuswagen. Sie will uns malen. Aber wir müssten schon längst da sein. Los, wir hatten eben so einen Hunger. Ja, ja, haut ab, haut ab. Sag mal, im Zirkuswagen? Ja, ja, der gehört einem ehemaligen Clown, Opa Treuholz. Aha. Du wirst in der Stunde wieder zu Hause sein. Na, hör mal, wenn man nur das macht, was die Alten sagen, wird man nie erwachsen. Du musst ja wissen. Mhm. Du sprachst vorhin von einem Zirkuswagen, der einem Clown gehört, einem ehemaligen Treuholz. Ja, Opa Treuholz. Hm? Ich frage mich die ganze Zeit, ob das nicht mein Opa ist. Dein Opa? Ja, mein Opa war Clown und ist Treuholz. Nein, Treuholz? Das ist ja verrückt. Ich habe nie Kontakt zu ihm gehabt, aber wie es der Zufall manchmal so will. Also das wäre ein großer Zufall. Und der wohnt hier? Na ja, geh doch mal hin. Ja, ja, klar. Dein Manfred? Nein, das ist Herr Hahn. Aha. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Hahn. Guten Tag. Herr Hahn, Frau Dr. Müller. Angenehm. Haben Sie auch so einen schönen Garten hier? Nein, nein, ich wohne bei meiner Mutter, bis ich eine eigene Wohnung kriege. Bin jahrelang zur See gefahren. Mhm. Und wo wohnt der Herr Treuholz? Pass auf. Opa Treuholz? Hm? Vorne rechts, die zweite links. Ach, ich bring dich hin. Nein, Claudia, wirklich, brauchst du nicht. Wie war das, die zweite rechts und links? Ach, ich werde sie mal selber bringen. Ach, das ist aber freundlich von Ihnen. Ja. Na dann, es war ein guter Nachmittag. Ja, das finde ich auch. Und wie du mit deinen Kindern umgehst, alle Achtung. Doch, gefällt mir. Tschüss. Bitte schön. Tag, Sigrid. Ist Opa Treuholz da? Tut mir leid, er ist für ein paar Tage verreist. Mhm. Ich weiß nicht, wann er wiederkommt. Na, macht ja nichts. Schönen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Ahoi. Aller Düssel. Selber.
Guten Tag, Florian. Tag. Was denn jetzt noch zur Beerdigung? Nein, nein. Stunde der Musik im Zwinger. Beethoven. Große Ehre für uns. Na dann, toi, toi, toi. Sagt man doch wohl so. Ja, ja. Abend, ihr Herren. Kleingärtner. Siedler und Kleintierzüchter. Guten Abend. Na? Wie gefällt Ihnen der Mai? Regnen müsste es mal wieder. Nun ja, es regnet ja bekanntlich immer, wenn ich meine Mucke habe. Also, macht's gut. Mach's gut, Regenmacher. Ja. Na, dann will ich mal zur Familie sehen. Ja, spät kommt ihr doch, ihr kommt. Ja, stimmt wirklich, aber ich hatte noch eine Fuhre. Auf Frauen muss man immer ein wachsames Auge haben. Jetzt beherzigen. Also tschüss. 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 Tschüss.